Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Nioh 2. Heute geht es weiter mit der nächsten Nebenmission hier in dem Gebiet. Ich wollte gerade das da links oben vorlesen, aber das ist hier gar nicht der Name des Gebiets, sondern mehr des Kapitels. Wir könnten theoretisch die Zwielichtmission, also die Mission vom letzten Mal mit Zwielicht machen. Aber ich glaube, wir werden eher die Mission vom letzten Mal einfach als Nebenmission machen. Hier gibt es keine Kodama und die ist niedriger vom Level. Das heißt, wir schauen uns auf jeden Fall mal die an, die Sunomata Yokai jagt. Und es gibt hier einen Tanz, eine Geste-Kappa-Tanz. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, was für ein quirkiger Shit das sein soll. Und es ist wieder Aquaman. Ja, ich weiß. Es schaut aus wie fucking Aquaman. Mit den Schuppen und... Ich meine, der hat sogar Haifischflossen auf dem Rücken. Oder? Oder täuscht das? Naja, wie dem auch sei. Hey, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ein Yokai hat mir meine Waffe gestohlen. Dass ein Yokai ein Metamorph wie mich überlisten konnte, ist wirklich beschämend. Aber dieses Ding ist verdammt schnell... Würdest du mir helfen, es in die Enge zu treiben? Oh, und der ist auch ein Yokai. Also auch ein Metamorph, genau wie wir. Wurde das schon erwähnt und ich hab's wieder vercheckt? Oder ist das neue Information? Naja. Wahrscheinlich habe ich es nur vercheckt. Aber nichtsdestotrotz... Sehr schön. Und er hilft uns sogar. Moment, wo sind wir denn hier? Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind kurz vor Ende des Levels. Da, wo ich einmal genau in diesen kleinen Pool hier reingesprungen bin. Was ich sogar aufs Thumbnail gepackt habe. Gut, schauen wir mal, ob es hier... Aber ich glaube, nee, hier ist einfach abgeschottet. Okay. Wollte ich nur mal sicher gehen. Au! Pisser. So. Ich glaube, das ist einfach hier so eine kleine Hetzjagd jetzt. Und wir behalten, würde ich sagen, erstmal das Schwert. Ich meine, wir werden vielleicht noch eine andere Waffe demnächst ausprobieren, aber... Jetzt machen wir einfach noch mal ein bisschen mit dem Schwert weiter auf. Oh, Elixiere, eine ganzen Arsch voll. Das ist gut. Oh, so ein großes Skelett. Oh! Typ. Warum war mir das in dem Moment klar, wo ich den so in der Nähe vom Wasser... Ich habe schon gedacht, irgendwas lässt mich glauben, dass wir jetzt gleich an dem Wasser sterben werden. Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen und wir sollten jetzt vielleicht statt dem hier irgendwie eine andere Waffe mal ausprobieren. Hier zum Beispiel so eine Doppelaxt. Hier, die war doch recht gut, oder? Normale Axt haben wir schon ausprobiert. Hier diese... Das ist dasselbe, wie wir es gerade... Odachi haben wir auch ausprobiert. Hier, die hier. Diese Kurasagami. Die sind nur nicht so gar nicht meins. Aber dadurch, dass das, glaube ich, eine relativ kurze Mission sein wird. 195. Tonfa haben wir schon ausprobiert. Haben wir vielleicht bessere von den Kurasagami, dann werde ich die vielleicht tatsächlich mal ausprobieren. Hier, 214. Ja. Ich meine, ich könnte den ausprobieren. Den Hammer. Den Ippendatra-Hammer. Ich werde einfach mal den ausprobieren. Das ist zwar vielleicht gar nicht so klug, weil wir hier ständig irgendwo runterfallen können, aber let's try trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, ist der im Wasser, der Schutzgeist von uns? Komm her. Okay. Okay, also der ist wirklich sehr langsam. Aber wir tryen ihn trotzdem. Jetzt bin ich da fast wieder runtergefallen. Ich mag das nicht, wenn man überall runterfallen kann. So, mit dem Hammer. Block einfach mal. Sehr gut. Au! Au, 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 au. Nein, nein, nein. Okay, also gut, dass der uns jetzt hier hilft. Es ist ein bisschen komisch, dass wir nur mit der Spitze vom Hammer zuschlagen und den nicht wie eine Fliege auf den Boden klatschen. Das ist so ein bisschen weird. Au! Ich dachte gerade schon, von wo kommen hier jetzt wieder die Pfeile? Ich meine, wir schießen hier mit den normalen Pfeilen, ja. Ho, ich wollte gerade schon sagen, what the fuck. Da habe ich zu lange mir Zeit gelassen, weil die Waffe einfach so ewig lang braucht, um die Waffenanimation, also die Angriffsanimation abzudrehen. Okay, hier kommen wir nicht hin, weil das... Wer hat das Wasser eigentlich wieder eingelassen in diese ganzen Becken? Wer war das? Was für ein Arsch? Okay, ich wette, wir müssen da weit... Nee. Angeblich ist der da vorne. Aber der Checkpoint ist aktiv. Also Moment, hier kommen wir gar nicht. Nee, der ist im Wasser. Wir müssen das Wasser wieder abdrehen, damit wir dorthin kommen. Der hat sie, weil das eine Schildkröte ist, der Kapper, hat er sich einfach da drin versteckt. Ah ne, wir kommen gar nicht hier rüber. Hä? Wie kommt man... Ich glaube, das Level-Layout wurde hier doch recht stark abgeändert und ich habe mich ja hier schon von Anfang an kaum ausgekannt. Das ist das Gute aber an dem Hammer. Man kriegt richtig viel Damage von der Ki raus. Au. Wo ist eigentlich unser Kumpane? Jetzt showed up! Jetzt, wo quasi alles vorbei ist. Was ein Wichser. Na ja, gut. Hier ist die Sachen von den Bogenschützen. Hier, das nehmen wir auch noch. Okay, das war viel zu close for comfort. Viel zu close. Ah! Holy shit. Hä? Alter, ich dachte gerade, wer greift mich jetzt noch von hinten an? Wie kommt der hierher? Der war gerade noch... Der war doch vor einer Sekunde noch dort unten. Wie kann der auf einmal von der Seite kommen? Alter. Was? Okay, also der... Wahrscheinlich, weil Aquaman ist, schwimmt er einfach. Im Gegensatz zu mir, der zu dumm ist zum Scheißen. Ich habe in der Sekunde den Block losgelassen, weil ich mir gerade relativ sicher war, dass es doch ausreicht.
Was macht er jetzt? Alter, ich glaube, der hat mich jetzt richtig hart verarscht. Ich wollte ihn durch den Höhenunterschied verarschen. Hat aber nicht funktioniert. Er hat mich verarscht. So, Tengu-Seelenkern. Er ist zwar relativ useless, aber trotzdem. So, genau, das wollten wir. Hier ist da. Da liegen ein paar Münzen ja am Arsch. Okay, hier ist auch schon wieder vorbei. Gut, dann können wir jetzt... Ah ja, wir können in die Höhle. Ich meine, dort müssen wir jetzt nicht hin, aber wir werden trotzdem mal darüber... Achso. Wir werden trotzdem mal darüber schauen. Mit ein bisschen Glück gibt's hier irgendwelchen geilen Scheiß. Und der wird nicht mal bewacht. Das sind auch nur drei Splitterbomben, also wenn die jetzt groß bewacht werden würden, wäre das so ein bisschen not worth. So, wo ist jetzt hier der Kappa? Oh nein. Oh nein. Au. Oh, sehr gut. Okay, weniger gut. Oh nein! Fuck! Ich wollte in der Sekunde ausweichen. Hat nicht gereicht. Ja, Arsch. Genau, jetzt staggern wir sie einfach zu Tode. Okay, wer kommt jetzt? Gegen Gift. Schnell. Okay, ich kümmere mich um den Block. Wobei es wäre mir lieber, wenn er sich um den Block kümmert, aber ich bin mir relativ sicher, dass er immer auf den stärksten Gegner geht. Oh, shit! Hallo? Wo ist er denn? Achso, er kämpft gerade auch gegen den Blob. Oh ja, genau, jetzt zwei auf einmal. Oh, natürlich, das war ganz schlechtes Timing. Oh, der Blob ist irgendwie explodiert. Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Aber gut, dass er weg ist. Komm her. Ja. Achso, nein, ich dachte ja. Wobei, wir sollten ihm vielleicht helfen. Komm mal kurz her. Dann helfe ich dem. Achso, der kann ich ihn ja nicht damagen. Sehr gut. Okay. Wieder eine Nureona. Hä? Wo ist sie? Ach, da. Oh nein, oh nein, oh nein, wo? Okay, beide haben wir getroffen. Okay, wir brauchen da jetzt wirklich Hilfe. Wenn wir uns nur gegen einen schlagen können, ist es cool. Eigentlich sollte ja so ein Blunt-Damage gegen... Ah ja, das habt ihr mir auch gesagt, man kann die Yokai mit den je mehr Metamorph-Punkte man bekommt, immer besser verstehen und immer mehr. Und auch Bosse.
verbessern. Wo ist der Cup? Oh nein, ist auch noch... Oh nein, Tengu und so ein Ding. Das ist schlecht. Au! Komm mal was! Komm, komm her! Oh shit! Oh shit! Es wäre irgendwie sehr ungut, wenn ich sterben würde. Komm, mach was. Oh nein, das ist jetzt... Das ist ganz übel. Alter, der ist auch noch so ein Blob. Oh, shit. Oh, leck mich. Nee. Alter, ein Tengu, ein Enki und so ein Blob auf einem, wo man sich kaum bewegen kann. Ich hätte vielleicht auf den Schutzgeist zurückgreifen sollen. Aber kann ich das wissen? Ernsthaft kann ich nicht. Okay, wir können eigentlich die mal ganz kurz mit den Engraftat machen. Ersten. Dammit! Okay, diese Waffe ist gegen die Noreona nicht so gut. Okay, was kommt jetzt nochmal? Wir nehmen vielleicht das kurz auf. Jetzt ist das ja... Okay, kalte Medizin. Okay, das ist jetzt weniger gut. Nicht zu sagen... Oh. Ja, wenn du in eine Ecke kommst, du musst dich eigentlich immer um das große Ding in der Mitte bewegen. Aber ich werde mit dem Hammer hier versuchen, durchzukommen. Aber das ist schon hart. Oh nein. Das Problem ist, man kann halt mit dem Typen wirklich überhaupt nicht wie mit einem echten Koop-Typen umgehen, weil der einfach zum Beispiel die nicht separiert. Okay, das ist aber gut, weil da kann sie uns derweil nicht angreifen. Okay, das ist weniger gut. Oh, oh, weg, 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 weg. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ganz schnell heilen vom Ding, sonst sind wir tot. Okay, jetzt müssen wir ganz hier. Am besten wir bleiben hier kurz drauf. Okay, das bringt leider nicht so viel. Ich dachte. Oh nein! Wo ist er denn? Wo ist er? Hier! Go, go! Hilf! Hilf irgendwie! Mach nicht Bullshit! Ich glaube, Feuerwehr gegen die besser jetzt, aber...
Ja, genau. Das ist halt das Problem hier in Nioh. An mehr Gegnerfights. Du weißt nie, wen er in der nächsten Millisekunde targetet. Jetzt wäre es gut, wenn er kurz verrecken würde. Damit ich ihn aufheben kann, damit er für den nächsten Teil schon wieder voll einsatzfähig ist. Aber natürlich wird er genau jetzt in der nächsten Sekunde fallen. Okay, jetzt ist immer noch nicht das. Doch, jetzt ist das. Hä? Na klar, die... Oh doch. Point, er ist aber down, oder? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oder ist gar nicht gut. Okay. Jetzt ist schon deutlich besser. So. Jetzt werde ich ihn mal ganz kurz verrecken lassen. Weil jetzt kommt ja, glaube ich, das große Finale. Genau jetzt. Genau, mach ihn. Jetzt wird es entweder töten, was schlecht wäre, oder er wird verrecken und dann machen wir sie. Oh nein, 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 nein. Weil ich brauche den, ich kann den nicht im finalen Kampf aufheben. Das geht vorne und hinten nicht. Komm, verreck endlich! Komischer Aquaman. Ja, okay, gut. Ätzend. Holy shit, wie das nicht connected hat, weiß ich nicht. Oh, der geht nach einer Zeit wieder hoch. Okay. Kim, ich hoffe, der kümmert sich jetzt. Okay, der Feuerdamage ist, glaube ich, wichtig und gut. So ein Enki. Okay. Ach so, scheiße, Moment. Ich dachte gerade kurz, aber das sind ja gar keine unendlichen Consumables. Okay, das ist gut. Komm her, komm her. Ja, gut. Oh nein, Moment. Sind jetzt beide auf mich aggro? Nee. Das ist halt echt das Problem. Du weißt nie... Okay, das ist jetzt schlecht. Komm, komm! Alter! Höhenunterschied! Das hat nicht gereicht, schade. Und warum bringst du den? Okay. Komm her! Komm her! Du Wichser, löst den aus! Oh nein, 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 nein. Okay,
Okay, ich habe jetzt irgendwie ein ganz blödes Gefühl, dass der... Okay, er liegt nicht genau in dem kleinen Durchgang. Weil das wäre ärgerlich, wenn er mich dadurch gegen die Wand drückt. Okay, die beste Chance ist jetzt, dass ich ihn selber mache. Oh. Fear not. I'll pay you back. This isn't good. It looks like he's had a lot to eat. Oh, wir müssen jetzt weiter, alter Schwede. Oh nein, ich hätte speichern sollen. Oh nein! Oh, jetzt ist ganz schlecht. Komm mal. Kümmer du dich um die Nurgeona. Oder ich, aber nicht beide auf mich. Nicht beide auf mich. Oh fuck. Oh fuck. Okay, fair enough. Nein, nicht beide auf mich, sag ich. Oh, ich bin fast tot. Scheiße. Ja! Ja! Mach ihn down! Holy fuck! Alter Schwede, wir haben noch zwei Heilungen. Diese Kämpfe sind hier gerade echt hardcore. There's the capital. Alter, ich dachte, wir müssen den jetzt noch platt machen. Alter, ich kann jetzt gerade gar nicht mehr schauen. Das war jetzt mit das Heftigste, was Nioh 2 bis jetzt zu bieten hatte, muss ich sagen. Das war einfach nicht enden wollen, vor allen Dingen. Okay. Mission abgeschlossen. Na Gott sei Dank. Okay, Moment. Ich weiß es gerade aber noch gar nicht. War ich da drüben, dort hinten? Ich glaube ja, oder? Weil ich weiß nicht, ich glaube, ich bin hier nämlich gestorben, aber ich weiß nicht, ob ich hier... Okay, nee, ich habe hier das Item aufgenommen. Das war ich mir nicht mehr sicher, ob ich es nur wollte und dabei gestorben bin oder danach. Naja, wie dem auch sei. Okay, liegt noch ein bisschen Gold. Ne, gar nicht. Schade. Holy shit. Gerade mit der Axt war das nicht easy. Aber naja, irgendwie hat es funktioniert, von daher. Jetzt bin ich ein bisschen durch, muss ich sagen. Ah, danke. Ja, das ist das Stück. Ein Yokai, der einen Kappa für sich stehlen lässt. Das gibt es nicht alle Tage. Aber ein starker Yokai, der einen Schwächeren bedrängt und ihn für sich arbeiten lässt, irgendwie erinnert es schon an die Menschen, oder? Aber ich werde nicht zulassen, dass so etwas in meinem Gebiet noch einmal vorkommt. Ich bin schließlich noch immer der Stärkste von allen. Was voll nutzlos. Außer ein bisschen in Ablenken.
Okay, neue Metamorph-Stufe, das ist schon mal cool. Viagra, Einstimmungskosten 8, das ist halt von Einstimmungskosten zu stark. Alter. Okay, na gut. Aber... Oh, bitte? Oh, Kappa! Nee. Die Kodama sind wir hier immer noch am liebsten. Hängerollen wird es später auch geben. So, wir haben wahrscheinlich einen neuen Viagra. Achso, den haben wir letzte Folge umgebracht, stimmt. Nee, wo ist... Hä? Hier, Viagra, nee. Ach, Skelettkrieger und Oni... Nee. Egal. Da steht hier nichts Interessantes. Waffenschmied, Schrein, genau. Aufsteigen, einmal können wir. Sobald wir dabei 20 sind, pumpen wir einfach alles in Ausdauer. Und Magie auch ein bisschen für die Gläfe. Damit wir da nicht hinterherlecken irgendwann. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht, oder? Doch, einen Metamorph-Punkt haben. Oh, wir bekamen auch einen Axtpunkt. Ah, das haben wir schon. Aber das ist Axt. Ach, der Hammer, der Ibndatra-Hammer ist quasi auch wie die Axt. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, und Ninja? Federn, Blitzschaden und schwerer Kieschaden. Das kostet zwar sehr viel Ninjutsu, aber Flammenreihe, Rajin, Heruka, Wasserfedern. Ja, es ist eigentlich, Blitz sind, glaube ich, fast alle anfällig. Splitterbombe, ja, Erdfeuer, Rauchkugel, das können wir noch nicht verbessern. Ja, ich glaube, wir werden hier diese Dinge ausprobieren. Demnächst. Metamorph. Verringert die Ab... Achso. Ja. Das würde ich gerne machen. Aber dafür brauchen wir die beiden. Das haben wir schon. Das auch. Fehlt nur noch... Das heißt, wir müssen jetzt die beiden als nächstes machen. Oh ja, und im Katana habe ich ja auch. Du konntest, springst über ihn. Mama. Hier machen wir einfach mal so ein paar random Fähigkeiten. Was ist bereits in einer anderen Technik? Konntest den Angriff. Ja, komm. Ist cool. In des Dunst erfolgreich kannst du zusätzlich einen Stichangriff. Jo, nehmen wir. Okay, werde ich wahrscheinlich eh sehr selten nutzen, wenn überhaupt. So, wir haben noch mal einen Agio-Punkt. Onmyo. Ne, Ninjutsu mache ich irgendwie häufiger, lustigerweise, aktuell. Amrita-Bilanz ist, glaube ich, hier am besten. Obwohl, wir sind eigentlich immer noch deutlich über dem empfohlenen Level. Ibndatra-Hammer. Und je häufiger man die verwendet, desto mehr Infos bekommt man dazu. Ja, aber ich würde sagen, wir wechseln wieder, wie ich letztes Mal auch gesagt habe. Unsere neue Main-Zweitwaffe, wenn man so sagen will, ist hier diese Spitzen. Wo waren das, was ich letztes Mal verwendet habe? Das hier ist, glaube ich, das, was richtig gut war. Nee, das hier war es. Genau. Aber was wir schauen können, ist, ob wir das nicht eventuell im Schmied
noch verbessern können. Willkommen. Seelenbildwaffe. Das hier. Und wir machen... Wir verbessern es mit... Mit dem hier. Erhaltene Amorita von Menschen geht minimal runter und blocken auch. Aber dafür wird es halt wirklich schon deutlich stärker. Haben wir auch was, wo es... Achso, Moment. Nee, ich habe die Ausgangswaffe verändert. Ich depp. Nee, ich wollte die zweite... Also die, mit der man verbessert, verändern. Oh, das macht's einfach nur noch viel geiler. Aber das macht's schon deutlich noch viel geiler, also... Ja, das macht's nicht so viel besser, etwas, aber... Ne, komm nicht an das ran. Schau ich das an. Obwohl wir fast volle... fast volle Vertrautheit haben. 718 von 57. Kriegt es doch nochmal 25 Schaden mehr. Vertrautheit ist wieder 0. Blocken geht halt etwas runter, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Kostet auch nicht so unfassbar viel und ich wetten wir, wie neulich, finden wir direkt in der nächsten Nebenmission ein Bitzen-Kageyasu Stufe 40 mit 420 Base Damage. Garantiert. Das ärgert mich vom letzten Mal halt immer noch so sehr. Naja gut, ich würde aber sagen, das war's für dieses Mal. Eine Nebenmission haben wir noch, bevor wir uns auf die nächste Hauptmission freuen dürfen. Leere Festung. Oh. Oh, wird das wieder sowas sein wie das eine Badehaus? Ist das nicht sogar das eine Badehaus aus Nioh 1? Es schaut unfassbar nach dem aus, mit dem Aufzug in der Mitte, mit dem Schacht, wo man hochgehen musste und von oben dann mit dem Aufzug ganz nach unten. Oder so irgendwie. Ich glaube, das könnte sogar dasselbe Gebäude aus Nioh 1 sein, dass die da einfach ein Level wiederverwertet haben. Aber wie dem auch sei, nächstes Mal machen wir hier den Gefallen für die Schmiedin. Und ja, schauen wir, ob wir da noch eine neue Waffe ausprobieren. Wenn, dann würde ich am ehesten sagen, dass wir die hier die Doppeläxte nehmen. Moment, nee. Accessoire-Bindung. Hier so eine Doppelaxt, das wir vielleicht verwenden. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Jetzt haben wir halt die beste von den Doppeläxten weggemacht. Aber seht euch das an. Der Hammer und die... Hier Hammer und Axt sind aber zwei verschiedene Symbole. Also ich glaube... Es war durchaus sinnvoll, dass wir da was... Oder wir versuchen mal mit dem was zu reißen, das... Wenn ich mit dem nächstes Mal versuche, die Mission zu machen, das kann ja eigentlich nur gut werden. Und mit genau der Aussicht darauf verabschiede ich mich. Nächstes Mal machen wir dann... Kurasagami. Oder wie auch immer die Dinger heißen. Es wird was, sage ich jetzt einfach mal. Und bis zum nächsten Mal... Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.